Hi und herzlich willkommen zum Video. Heute geht es um das Thema Grundlagen in der Hundeerziehung. Mein Name ist André Henkelmann, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur und wir starten auch direkt. Grundlagen in der Hundeerziehung. Also ich erzähle euch heute ein bisschen von der Basic, wie man Hunde trainiert und ja, wie man an die ganze Sache der Hundeerziehung rangeht. Einfach so Hintergrundinformationen, damit ihr wisst, was ihr machen könnt und wie ihr das Ganze machen könnt. Wie Hunde lernen und ja, wie das Ganze einfach funktioniert. Das Erste, was du dir schon mal merken kannst, ist, alles, was sich für deinen Hund lohnt, wiederholt er. Alles, was sich für deinen Hund nicht lohnt, lässt er langfristig. Und mit diesem Wissen kannst du das Verhalten deines Hundes beeinflussen. Das ist eine der Grundlagen der Hundeerziehung. Wie kannst du dieses Wissen nutzen? Und zwar, indem du alles, was dein Hund richtig macht, also gewünschtes Verhalten, indem du das innerhalb von maximal 2 Sekunden belohnst, während es auftritt. Dadurch belohnst du das gewünschte Verhalten und dein Hund wird es öfter zeigen. Und im Gegenzug kannst du darauf achten, dass sich unerwünschtes Verhalten nicht lohnt. Und mit diesem Wissen, mit dieser Grundlage der Hundeerziehung kommst du schon ganz, ganz weit. Ich gebe dir jetzt ganz konkrete Beispiele. Und zwar zeige ich dir erstmal ein Beispiel, was sich für den Hund lohnen soll, damit er es öfters zeigt. Und ich zeige dir dann ein Beispiel oder erzähle dir dann von einem Beispiel, das sich nicht lohnen soll, damit dein Hund es weniger zeigt. Und zwar das erste Beispiel ist das Lockere an der Leine laufen. Das heißt, in dem Moment, wo mein Hund locker an der Leine läuft, belohne ich das und dadurch zeigt er dieses Verhalten öfter. Wenn ich das häufig belohne, wird er öfter in dieser lockeren Leinenführigkeit laufen, weil es sich einfach lohnt. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, stellt euch vor, ihr geht einfach mit eurem Hund Gassi und immer wenn er in der schönen Leinenführigkeit ist, dann belohnt ihr das. Ich habe jetzt extra auch mal ein Spielzeug mitgebracht, damit ihr seht, dass man nicht immer nur mit Futter belohnen muss. Monsieur, gib. Fein. Das heißt, ich habe zum Beispiel mein Spielzeug am Mann und immer wenn mein Hund schön läuft, belohne ich das Ganze, damit sich dieses Verhalten einfach für ihn lohnt. Und so formt man das. Das ist jetzt natürlich ganz vereinfacht dargestellt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen komplexer. Wenn ihr wirklich die Leinführigkeit mit eurem Hund lernen möchtet, dann muss man einfach die Belohnung auch dann ja so ein bisschen nach hinten takten langfristig, dass der Hund immer länger in der guten Leinführigkeit laufen muss, bevor er dann belohnt wird. Also es geht mir einfach nur darum, euch das einmal zu zeigen, dass sich ein Verhalten, was sich lohnt, vom Hund daraufhin einfach öfters gezeigt wird und wie man das Ganze aufbauen kann. So, jetzt kommt das Beispiel für ein Verhalten, was sich nicht lohnen soll. Und zwar, viele junge Hunde zeigen das Verhalten, dass sie einfach die Zähne einsetzen im Spiel mit dem Halter. Also für die Hunde ist es ein Spiel, für die Halter meistens nicht. Das heißt, der Hund dreht irgendwann am Tag auf. Wenn man zum Beispiel auf der Couch sitzt, der Hund springt hoch und dann fängt er an, so die Zähne zu benutzen. Ganz viele Hundehalter versuchen dann über Korrektur dem Hund dieses Verhalten abzugewöhnen, dass sie dann nein, Ausschluss, hör auf damit oder den Hund auch so ein bisschen wegstoßen. Und das ist im Prinzip dasselbe Prinzip wie das angesprochene von letzter Woche. Man macht den Hund immer robuster für diese Korrekturen. Und das Schlechteste an der ganzen Sache ist, das Verhalten lohnt sich einfach für den Hund. Das heißt, für den Hund ist das dann das Signal, wir spielen jetzt relativ ruppig und der lernt einfach nicht, dass er die Zähne nicht benutzen soll, sondern im schlechtesten Fall, und häufig ist es so, intensiver. Und daraus entsteht dann ein Riesenproblem, dass die Leute sagen, mein Hund beißt, was kann ich machen? Und in dem Fall ist es ganz wichtig, dass man weiß, dass es einfach eine Spielmotivation ist, dass der Hund es einfach nicht besser weiß und komplett anders deutet, als wir vielleicht meinen, wenn wir auf den Hund reagieren. Und die einfachste Lösung ist in dem Fall, dass wir uns überlegen, okay, wie kann sich dieses Verhalten für einen Hund nicht lohnen? Und zwar ist das, indem man ihm einfach die Aufmerksamkeit entzieht in dem Fall und das Spiel somit beendet. Also man beendet das Spiel, weil das will er letztendlich. Er will in dem Moment mit uns spielen und wenn wir das Spiel beenden, dadurch, dass wir ihm die Aufmerksamkeit entziehen, lohnt sich dieses Beißen für ihn nicht mehr und er wird es langfristig weniger zeigen. Das heißt, in dem Moment, wo der Hund das zeigt, ganz konkret, drehe ich mich zum Beispiel einfach weg. Bei manchen Hunden reicht das nicht, die sitzen trotzdem nach. Dann gehe ich einfach aus dem Raum. Ich gehe einfach weg und ignoriere den Hund völlig. Ich kann auch eine Tür hinter mir schließen, falls er dann hinter mir herrennt, weil er einfach so aufgewühlt ist. Aber ich beende einfach das Spiel, warte, bis der Hund runtergekommen ist und dann wende ich mich wieder ihm zu. Und dann werdet ihr auch merken, dass er in 99,9% der Fälle selber wieder runtergefahren ist und einfach dann auch dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Und dass er langfristig, wenn ihr das wirklich sehr konsequent macht, dass ihr immer
das Spiel beendet, sobald der Hund die Zähne benutzt, einfach seine Zähne immer weniger benutzt. Und dadurch lernt er auch die Beißhemmung, beziehungsweise die wird immer weiter verfeinert. Wie geht's nun weiter? Wir wissen jetzt, alles, was sich lohnt, zeigt ein Hund häufiger. Alles, was sich nicht lohnt, zeigt ein Hund weniger. Anhand von konkreten Beispielen. Und jetzt geht's einfach darum, wie kann man das Wissen nutzen? Wie kann man das Ganze anwenden? Und wie baut man Kommunikation mit dem Hund auf? Und zwar das Erste ist, alles, was den Alltag mit dem Hund harmonisch gestaltet, kann belohnt werden. Dann zeigt der Hund das häufiger. Das heißt, immer wenn der Hund entspannt ist, in aufregenden Situationen, kann man das belohnen, damit der Hund das einfach häufiger zeigt, zum Beispiel. Und man kann im Gegenzug einfach darauf achten, dass alles, was den Alltag einfach unharmonisch macht, dass man darauf achtet, dass sich das nicht lohnt. Wie man sinnvoll mit Korrekturen arbeitet, beziehungsweise welche Korrekturen ich sinnvoll finde, zeige ich euch im nächsten Video. Also wenn das interessant für euch ist, abonniert auf jeden Fall schon mal den Kanal. Und jetzt geht es darum, welche Signale sind sinnvoll, die man mit dem Hund trainieren kann, um den Alltag einfach völlig problemlos zu meistern. Und zwar trainiere ich 10 Signale. Das sind Sitz, Platz, das fortgeschrittene Sitz und Platz, das heißt, dass der Hund so lange in dem Sitz und so lange in dem Platz bleibt, bis wir ihn da wieder rausholen, auch wenn Ablenkung da ist oder ich mich von ihm entferne. Den Namen des Hundes als Aufmerksamkeitssignal, die Leinführigkeit, das hier als Abrufsignal, das Fußlaufen ohne Leine, das Aus für öffne deinen Fang, das heißt, in dem Moment, wo der Hund von mir das Signal ausbekommt, möchte ich, dass er seinen Fang öffnet und das hergibt, was er gerade trägt. Das Schluss als Handlungsabbruchsignal, das heißt, in dem Moment, wo ich dem Hund das Schluss gebe, möchte ich, dass er mit dem aufhört, was er gerade tut, egal was es ist. Das Weiter, um einen Sitz und Platz aufzulösen und um ihn von Dingen zu lösen, wo er einfach weiterlaufen soll. Das heißt, wenn er zum Beispiel einen spannenden Geruch am Wegesrand entdeckt, dann möchte ich, wenn ich weiter sage, dass er sich sofort davon löst und einfach mit mir weiterläuft. Und das letzte Signal ist eine Hundepfeife und die nutze ich als zusätzliches Abrufsignal, falls ich das möchte, oder als Notsignal. Das heißt, wenn das hier nicht mehr klappt, in ganz, ganz schwierigen Situationen, dann kann man die Hundepfeife als Notsignal aufbauen, dass er dann wirklich in extremen Situationen noch abrufbar ist. Das sind meine 10 Signale, die ich trainiere, die ich auch mit Monsieur trainiert habe. Das ist exakt meine Ausbildung. Und diese Signale sind wirklich ausreichend, um problemlos jede Alltagssituation mit dem Hund zu meistern. Ich kann wirklich jedes Verhalten als Alternativverhalten nutzen, um mich einfach durch Situationen hindurchzuarbeiten, sodass sie ganz entspannt lösbar sind. Das heißt, wenn mir ein Hund entgegenkommt, der mir vielleicht nicht geheuer ist, dann bringe ich meinen Hund ins Fuß und kann ganz entspannt mit ihm daran vorbeilaufen. Oder wenn ich eine Situation habe, wo er warten soll, dann schicke ich ihn einfach ins Platz und erledige dann die Sache, die ich gerne machen möchte und hole ihn dann einfach wieder ab. Und diese 10 Signale, die trainiere ich in dem ersten Lebensjahr des Hundes, beziehungsweise wenn der Hund schon älter ist, wenn ich ihn bekomme, ein Jahr ganz intensiv. Das heißt, 3 Monate bilde ich den Hund nach Trainingsplan richtig intensiv aus. Und dann nutze ich die Signale einfach im Alltag, so wie gerade beschrieben, weiter und achte darauf, dass sie sich so bis zum 2. Lebensjahr auch wirklich lohnen für den Hund. Dass ich immer überlege, was kann ich machen, damit sich dieses Verhalten für meinen Hund, was er gerade gewünscht zeigt, einfach lohnt. Und somit festige ich das Ganze und profitiere dann ein Hundeleben lang davon. Ich zeige euch jetzt noch ganz konkret, wie so ein Signaltraining aussieht, weil es ja einfach um die Grundlagen der Hundeerziehung geht. Das heißt, wie könnt ihr dem Hund so ein Signal, wie zum Beispiel das Sitz, ich zeige das am ganz einfachen Beispiel Sitz, wie ihr dem Hund das beibringen könnt, dass es auch wirklich langfristig funktioniert. Und ich nutze auch jetzt wieder mein Spielzeug, dass ihr nicht denkt, man kann den Hund nur mit Leckerchen ausbilden. Also man kann alles nutzen, was sich für den Hund lohnt. Und zwar bei dem Sitz sieht das so aus, dass ich dem Hund zu Beginn, wenn er es gar nicht kennt, dann zeige ich ihm einfach die Motivation und bringe ihn erstmal in das Verhalten. Das heißt, ich gucke, wie kann ich das bewegen zum Beispiel, oder wenn ich jetzt mit dem Leckerchen arbeite, wie kann ich das halten, dass der Hund sich irgendwie hinsetzt? Das ist so die erste Aufgabe, die euch gestellt wird beim Sitztraining. Wie könnt ihr die Motivation benutzen, also Spielzeug oder das Futter, dass euer Hund sich hinsetzt? Und beim Sitz ist das so, dass man das in der Regel einfach über die Nase führen muss und der Hund sich dann automatisch hinsetzt. In dem Moment, wo er sich hinsetzt, da gebe ich es ihm dann. Weiter. Fein. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und das Ganze flüssig läuft, dann könnt ihr anfangen, das Signal einzubauen, das Sitz. Und zwar macht ihr das kurz bevor ihr den Hund mit der Motivation, zum Beispiel mit dem Spielzeug,
in das Sitz führt. Dann sagt ihr kurz vorher Sitz und bringt ihn dann in das Verhalten und belohnt ihn mit dem Spielzeug. Ich zeige das auch noch mal kurz. Sitz. Weiter. Sitz. Fein. Super. So sieht das richtige Timing vom Signal aus, dass der Hund das auch wirklich mit dem Verhalten verknüpft, in dem Fall mit dem Hinsetzen. Und wenn ihr das Ganze mit diesen 10 Signalen so aufbaut und sehr, sehr häufig trainiert, mit häufigen Umgebungswechseln und unter sich steigernder Ablenkung, dann werdet ihr merken, dass ihr nach 3 Monaten eine richtig, richtig schöne Basis habt und dass ihr nach 1 bis 2 Jahren wirklich eine richtig stabile Kommunikation mit eurem Hund aufgebaut habt, die ihr dann wirklich langfristig für immer nutzen könnt. Ja, das ist es eigentlich. Das sind so meine Grundlagen der Hundeerziehung. Klar gibt es da noch ganz viel mehr, wie die Stubenreinheit. Das sind einfach ja, so Sachen, die der Hund natürlich auch lernen muss. Aber das Grundprinzip steckt auch dahinter. Das heißt, alles, was sich für den Hund lohnt, wiederholt er. Alles, was sich nicht lohnt, lässt er langfristig. Das kann man eigentlich übertragen. Deswegen habe ich mich jetzt hier einfach auf das Wesentliche beschränkt. Wenn meine Ausbildung interessant für euch ist, meine 10 Signale, dann schaut gerne in meine Online-Hundeschule vorbei. Da findet ihr meine 12-Wochen-Ausbildung. Und die ist genau darauf ausgerichtet. Das heißt, diese 10 Signale wirklich 3 Monate, also 12 Wochen intensiv zu trainieren und sie dann hinterher im Alltag einfach weiter zu nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos von uns sehen möchtet. Also nächste Woche gibt es, wie angesprochen, das Video zu den Korrekturen. Besucht gerne meine Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur.